Ja, Glück, Glück, Glück. Hallo, herzlich willkommen zu Sea Monster. Ich habe gelernt, die Luft anzuhalten über einen sehr langen Zeitraum. 2 Stunden ungefähr, um genau zu sein. Und zum Glück haben wir hier ganz viele nette Leute, allen voran Miriam, die uns ihre Tiere anvertrauen. Ich hoffe, dass diese 3 lieben, guten, positiv geladenen Fische das Wochenende überleben und nächste Woche von uns gefüttert werden. Wir dürfen sie noch nicht füttern, wurde uns gesagt. Ich verstecke mich. Soll der Fisch doch moderieren? Er will nicht. Kamerascheu. Ja, uns wurde gesagt, wir dürfen die jetzt noch nicht füttern, weil dann eventuell das Wasser umkippt. Ich kann nur sagen, dass ich oft genug genau den Fehler gemacht habe und ich glaube, dass es stimmt. Wenn man das macht, ist es falsch. Hallo, nochmal. Wir starten direkt, denn wir haben heute richtig lange Zeit und ich will die gerne nutzen. Ich würde gerne mit euch einen kleinen Rundgang durchs Wasser machen in Form von Videos. Ich habe mir ganz viele Spiele, vielleicht zeigen wir es kurz mal, dass ihr seht, dass ich es ernst meine. Ich habe ganz viele Spiele gekauft. Ich habe bestimmt 10 Unterwasserspiele gekauft. Bioshock 1, Bioshock 2, Depth und Death Hunter 2 Deep Dive. Und noch mehr. Hier ist übrigens Fist of Jesus, wovon ich vor einer Weile mal geredet habe, als ich meinte, dieses mit Jesus irgendwie, was so ist wie Castle Crashers. Ich habe noch mehr, aber ich suche das gerade alles zusammen. Was habe ich hier noch? Hier, Shark Attack Deathmatch 2. Subnautica gibt es auch neue Sachen, die werde ich euch auch nochmal zeigen. Und dann natürlich World of Diving, wo ich immer noch nicht viel gemacht habe. So, jetzt geht's aber zu den Trailern. Wir werden einige von den Sachen heute anspielen. Ich glaube aber, wir werden größtenteils bei Bioshock bleiben, weil wir so viel Zeit haben. Deswegen jetzt ein paar Trailer von den Sachen, die aktueller sind, die ihr euch theoretisch holen könntet und die unter Wasser spielen. Das ist jetzt mal ein bisschen Multiplayer-Spiel. Haie gegen Menschen. Man spielt in dem Fall jetzt auch den Hai. Was natürlich Spaß macht, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sich das wirklich spielt. Ich habe es noch nicht ausprobiert im Multiplayer. Aber es scheint ja, als ob die Taucher durchaus auch ein paar Waffen am Start hätten. Der will es aber auch wissen, der Hai. Ja, sieht nach einem sehr spaßigen Spiel aus. Sharks are just fish. They give you trouble. You show them who's the boss. Ja, kann man jetzt moralisch fragwürdig finden, den Hai zu spielen. Aber es ist ja ein Multiplayer-Spiel und man ist ja 5 Sekunden später schon wieder da. Man stirbt ja nicht, nie so ganz. Nie stirbt man so ganz in Multiplayer-Spielen. Ja, das ist einer der Titel. Ich habe noch ein, zwei andere. Ich würde die euch gerne mal zeigen, weil dann könnt ihr in Zukunft vielleicht mir sagen, was ihr lieber sehen wollt. Und dann muss ich nicht mehr wahllos irgendwas raussuchen. Ich habe gerade gesehen Aquanox. Auch das werde ich mir irgendwann nochmal ziehen. Es gibt so viele Unterwasserspiele. Ich habe schon vor, die nach und nach alle durchzunehmen. Auch zum Beispiel ein Echo und was es sonst noch so gibt. Na, Moment, das geht jetzt lange, sehe ich gerade. Das mache ich mir vielleicht ein bisschen. Sprühe ich ein bisschen vor. Nur damit ihr mal seht, was hier passiert. Auch hier wieder natürlich schöne Unterwasserwelten. Und in Death Hunter muss man die ganzen Fische einsammeln. Scheinbar verkauft man die direkt danach, weil man kriegt Coins dafür und kann sich dann davon Equipment und ich glaube auch neue Areale kaufen. Da beschäftigen wir uns gar nicht so lange mit. Ihr wollt ja im Grunde auch nur so ein bisschen einen kleinen Überblick haben, nehme ich an. Sieht nett aus. Ich selbst bin aber noch nicht überzeugt, ob mich das auf Dauer wirklich begeistern kann. Werde ich euch demnächst hier auch mal zeigen, sobald ich ein bisschen was reingespielt habe. Na, lädst du noch mal kurz? Nee, will er nichts mehr zeigen. Gut, mir doch egal. Eines noch, das ist dann noch das letzte, den letzten Trailer, den wir uns angucken. Shark Attack Deathmatch 2. God. Okay. Shank, so ein bisschen Shank wie Death, Shank nur sieht. Okay, the Stingray, I'll fucking er play sieht, you also, too, I don't sieht care. Genauso aus, sieht optisch, finde ich, nicht ganz so gut aus jetzt im Direktvergleich. Und das Traurige ist, ich habe noch keinen Multiplayer-Spieler gefunden. Ich war komplett alleine online. Oh, jetzt wird ja auch noch drüber geredet. Ich mach's mal aus. Genau, und dann gibt es immer so einen typischen Deathmatch-Level und es sind in diesem Level eben die Haie und die Taucher und es gibt auch so einen, ja, so einen typischen Horde-Modus, möchte ich ihn jetzt mal nennen, in dem man einfach nur überleben muss, während Wellen an Wellen von Unterwasserkreaturen nichts anderes wollen, als einen aus ihrem Habitat vertreiben.
der hier, ich meine, der hat jetzt 3 Schüsse auf den Kopf abgekriegt und es ist ihm einfach egal. Er will trotzdem töten. Er will einfach töten. Und so sieht das Spiel dann aus. Das werden wir vielleicht mal irgendwann, finden wir mal so eine Art Z-Monster Multiplayer Edition oder so mit euch. So, jetzt kommen wir zu den Bildern, die ich auch noch kurz zeigen will. Das ist ganz toll. Und zwar habe ich in diversen Reddits mal rumgeguckt, was es so an abgefahrenen Unterwasserkreaturen gibt, so um euch einzustimmen in das Absurde, was euch da unten erwartet. Das hier, was soll denn das sein? Wer hat sich das ausgedacht? Eieiei, gut, dass das ganz unten ist, wo es sehr dunkel ist. Und das hier ist einfach nur noch abgefahren. Das ist wirklich, wie wenn jemand aus diesen Luftballons Tierchen knetet. Ziemlich genau so sieht es aus. Mann, abgefahren. All diese Bilder, ich zeige nachher nochmal ein paar mehr, kriegt ihr auch gerne in diesen Subreddits, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Also da gibt es eine Menge. Hier Thalassophobia, das ist, glaube ich, die Angst vor der Tiefe. Dann Deep Sea Creatures. Das ist auch toll, Imaginary Leviathans. Da seht ihr hier an dem Bild schon, das sind gemalte Riesenmonster. Wie hier zum Beispiel Cthulhu, der darf natürlich nicht fehlen. Der ist in jedem Element zu Hause und hier sehen wir einen kleinen Vergleich. Ganz tolle Sachen, die echt Spaß machen, da so durchzuscrollen. Und das ist das Letzte, was ich jetzt zeige, dann gehen wir ins Spiel. Habe ich gerade eben gefunden, fand ich interessant. Warnt so ein bisschen vor den Gefahren des Ertrinkens. Aber ist ganz lustig. Oh, hier ist sogar ein Fisch, oder? Ja, da sind wir auch noch ein Fisch. Das ist übrigens, das kann ich so bestätigen, kaltes Wasser sorgt wirklich dafür, dass man, auch wenn man reden will, keinen Ton mehr rauskriegt. Ich habe das mal für einen Dreh machen müssen in einen kalten See und dann raus und wollte reden. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Kann man sich auf YouTube, glaube ich, angucken. Es war für Metal Gear Solid irgendwelche Outtakes. Es ging einfach nicht. In diesem Sinne, respect the water. Respektier das Wasser, verdammt. Bitch. So, das war unsere kleine Einführung in die Unterwasserwelt. Währenddessen ich jetzt hier, nee, das habe ich doch schon alles installiert. Währenddessen starte ich jetzt Bioshock 1. Da gibt es nämlich wundervollen Anfang. Genauso wie Bioshock 2 ist natürlich klar, das Thema ist unter Wasser. Es gibt wundervolle Einführungen in das Medium. Und ja, die würde ich euch gerne zeigen. Natürlich liegt so ein bisschen am Thema. Es ist ein bisschen älter. Es war ein Spiel, was viele gezockt und geliebt haben. Deswegen kennen das wahrscheinlich die einen oder anderen schon. Aber versucht euch trotzdem nochmal so in die Stimmung zurückzuversetzen vor ein paar Jahren, als es noch nicht so viele Unterwasserspiele gab. Ja, ist ja völlig wurscht. Ich spiele ja nur an. Gerade der Anfang ist wunderschön, wenn man runterkommt in diese... Ja, zu Rapture. Ich habe total vergessen, wie die Stadt heißt. Wir werden es erleben. Viel Spaß. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Ihr mich seht oder währenddessen das Spiel. Kann sein, dass gleich jemand hier reingerannt kommt. Ja? Ach stimmt, Bioshock ist ab 18, gell? Oh, okay. Ja, verstehe ich, das ist ärgerlich. Dann können wir Bioshock nicht spielen, dann muss ich irgendwas anderes hier auswählen. Aber kommt doch nochmal kurz, guckt euch doch nochmal kurz das an. Einfach nur Wasser, da kommen wir später runter. Ja, wir müssen für Z-Monster auf jeden Fall mal eine späte, ab 22 Uhr Edition, finde ich, uns
sichern, damit ich diese wundervollen Spiele dann auch spielen kann. Ja, das haben wir natürlich wie immer das kleine Problem mit der Altersfreigabe. Ich weiß, dass am Anfang nichts Brutales gezeigt wird, aber ich möchte es jetzt auch nicht zwingend riskieren. Gebe ich offen zu. Müsste man vielleicht mal abklären, wie das ist, wenn man Sachen zeigt, die eigentlich nicht brutal sind. Ja, so, speichern. Ich habe doch gespeichert. Moment, ich gehe schnell raus. Zurück zum Hauptmenü. Nein, nicht speichern. Beenden. Dann kann ich euch natürlich jetzt Bioshock 2, der Chat hat es vorher gewusst, dann kann ich euch natürlich jetzt Bioshock 2 auch nicht zeigen. Ist aber wie gesagt nicht schlimm, ich habe so viel anderen Kram. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich was finde, was irgendwie nicht brutal ist, aber es sind nun mal Unterwasserwesen, die beißen halt auch und die essen einen auch manchmal. Okay, World of Diving ist es. Komm, dann machen wir World of Diving. Da habt ihr nämlich auch noch einiges nicht gesehen. Da haben wir im letzten Sea Monster im ersten nur kurz reingeguckt, nur kurz unter die Oberfläche, unter die Meeresoberfläche sozusagen gelunzt. Und da sind noch eine Menge anderer Level, die echt schön aussehen. So. Geht das jetzt? Nee, World of Diving, keine Rückmeldung. Ach, es ist wundervoll. Ich mach das nochmal neu. Wahrscheinlich spinnt er jetzt rum, weil ich ihn hier so schnell und so ruppig aus seinem Spiel rausgeholt habe. Los, spielen Sie dieses Spiel jetzt. Lassen Sie es laufen. Ich weiß, dass es geht. Ich habe es ja schon gespielt, sogar auf diesem Rechner. Ja, vielleicht brauchst du auch ein bisschen. Doch, da kommt's. Muss ich gleich noch Vollbild schalten, aber... Und da dürfen wir jetzt auch reinschalten. Da bin ich mir absolut sicher, hier passiert nichts, was man um diese Uhrzeit nicht zeigen könnte. Es sei denn, man, weiß ich nicht, hat keinen Bock auf Fisch vielleicht. Oder mag tropische Inseln nicht. Oder hat eine totale Abneigung gegen Möwen oder Laternen. Ich labe so viel, weil hier jetzt gerade noch der Ladebildschirm ist. Zeigt ihn doch wenigstens mal, oder vertraut ihr mir jetzt nicht mehr, Regie? Da habe ich gerade so schöne Witze gemacht, man hat die gar nicht mitgekriegt. Ja, jetzt muss ich hier warten, bis ich, genau. Ich will, okay, ich kann mich hier nicht einloggen, warum bin ich hier eigentlich nicht online? Es müsste doch eigentlich klappen. Dann mache ich kurz den Online-Modus an. Auch das dauert nicht lang. Tut mir leid für die Ablenkung. Während ich das mache, kann ich euch ja vielleicht einfach mal noch ein Video laufen lassen oder so. Nee, ich habe leider keins mehr. Doch, hier. Das ist toll. Und zwar sind es diese Anglerfische. Guckt euch die mal an. So ekelhaft. Anglerfisch, wusste ich gar nicht, dass man den auch so nennt. Das habe ich auch noch. Komm, wo wir gerade dabei sind. Die Russen wieder. Da haben die ersten, die wirklich eine von diesen großen Oktopoden oder Kraken, auf jeden Fall eins von diesen riesen Dingern, gefilmt hat am Leben. Die werden normalerweise immer nur tot angespült. Und es gibt auch ein paar Unterwasseraufnahmen, aber so wirklich nah, so wie hier, kam noch nie jemand mit einer Kamera. Und das sieht echt schon... Boah. Das sieht jetzt klein aus, aber das ist wie gesagt ein großes Fischerboot und das ist richtig lang. Das sind so 15 Meter oder so. Das Schlimme ist, der frisst einen und merkt es gar nicht. Der wollte vielleicht, der hat ja gar keinen Bock auf Menschen. Aber das ist dem egal, so wie wenn man aus Versehen beim Motorradfahren eine Fliege verschluckt. So ungefähr ist es für den. Ekelhaftes, aber auch majestätisch tolles Ding. Ich möchte trotzdem nie in seiner Nähe sein. Es ist schon schade, dass ich mir dieselbe Erde mit ihm teilen muss. Mit diesem fürchterlichen Ding. So, haben wir jetzt neu gestartet. Ich bin immer noch im Offline-Modus. Das ist doch fürchterlich. So, jetzt starten wir alles nochmal neu. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Und jetzt müsste es gehen. Wundervoll. Ich bin online. Und jetzt kann ich auch World of Diving hoffentlich endlich starten. So, mal gucken, was ihr macht. Ihr seid immer noch bei der 16er Problematik und der 18er Problematik. Naja, es ist ja so. Wir wollten unbedingt nach Fernsehregeln senden und wir müssen uns auch anpassen, wenn wir tatsächlich den ganzen Tag senden. Da gibt es spezielle Regeln. Und dazu gehört halt auch die Altersfreigabe. Ist eigentlich richtig. Ist halt ein bisschen ärgerlich, weil wir uns vorher darum keine Gedanken gemacht haben. Aber es ist schon okay. So, ich stelle euch alles auf fett und schön und toll aussehend und Vollbild und alles, was ihr haben wollt, kriegt ihr. Und schon sind wir da. So, jetzt werde ich mal gucken, ob ich Multiplayer spielen kann. Nee, nehme ich lieber eine Mission. Hier sehen wir die. Lockheed
Brony. Das sind alles irgendwelche versunkenen Schiffe, wie zum Beispiel die Bismarck. Da ich jetzt auch nicht so richtig war, ich weiß gar nicht so genau, was ich jetzt eigentlich, welchen ich nehmen soll. Der sah ganz gut aus. Oberfläche. Hoffentlich wird jetzt hier im Hintergrund nicht irgendjemand brutal ermordet, damit es hinhaut mit der Altersfreigabe. Da hoffe ich drauf, dass da nicht irgendwo was versteckt wurde, was wir hier nicht zeigen können. Da vielleicht. Da wird jemand gerade, man sieht es aber zum Glück nicht, weil da einfach eine Wiese vor ist. Dann ist es okay. Ja, und schon tauchen wir. Ist ein bisschen gemächlicher und ruhiger als vielleicht Subnautica sogar. Hier könnte ich jetzt auch wieder irgendwelche fotografischen Challenges machen, die, muss ich aber sagen, interessieren mich nicht so. Ich gucke mir lieber diese Delfine an. Ich hoffe, es sind Delfine. Da ist was. Das ist ganz toll. Da ist ein Fisch. Da ist auch ein Fisch. Da ist ein Fisch. Und da ist ein Fisch. Das sind Delfine, oder? Ja, das sind Delfine. Kann ich mit dem interagieren, kommunizieren? Kann der irgendwas für mich machen? Nee, der will einfach nur... Der will frei sein. Das ist ein Edward Laser-Delfin. Es ist optisch, obwohl ich es schon hochgestellt und alles auf optisch fett gedreht habe, ist es jetzt nicht so der Burner. Finde ich persönlich auch. Immer die Frage, wie viel Grafik man braucht, aber bei so einem Spiel... Naja, da geht es ja so ein bisschen um die Erforschung. Sowas hier ist ja dann nicht so schön, ne? Ich will mal eine andere... Moment, wie geht das? Habe ich jetzt wieder vergessen? Ich habe letztes Mal schon ewig gesucht. Irgendwo hier. Ja, genau. Du mich auch. Jeder, der das jetzt gesehen hat, darf seinen Mitpartner hauen. Okay, ich wollte eigentlich, suche ich meine Items. Ich gucke nochmal rum. Rechtsklick? Nee, Rechtsklick ist zeigen. Das ist, weiß ich bis heute nicht, was das eigentlich sein soll. Keine Ahnung. Ist offensichtlich sehr wichtig. Da oben steht es auch so klein. Es ist Tab. Previous Tile. Okay, nee, damit kann ich meine Ziele kann ich einstellen. Dann können wir gucken, wo wir vielleicht hinwollen. Ja, ach, ist für mich eh alles gleich. So, wo ist denn jetzt mein... Ja, ich habe so einen Geschwindigkeitsboost. Aber vielleicht habe ich den gar nicht mitgenommen. Ja, ja, Winky, Winky. Da, nee, das sind nur die... Oh, okay, warum nicht mal dancen? Dancing in the underwater. I'm just dancing in the sea. Oder so ähnlich. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwelche... Oh, ist der Pumpenknopf für die Luftweste. Also damit könnte ich vielleicht hochkommen. Weiß nicht, er drückt ihn aber nicht, oder? Er drückt ihn, glaube ich. Ja, ich komme auch damit ein bisschen hoch. Aber ich könnte natürlich auch so einfach hochschwimmen. Aber doch, es geht ein bisschen schneller mit der Luftweste. Da habt ihr recht. Aber ich muss doch tiefer. We have to go deeper. Ja, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, gesammelt habt, indem ihr vielleicht... Ah, Leertaste, deswegen komme ich da nie drauf. Wer benutzt denn die Leertaste? Wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt unter Wasser, ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte. Stellt euch einfach das hier jetzt so vor als Setting für die Geschichte, die ich erzähle. Ich habe sie schon mal erzählt, aber sie ist wirklich wahr. Der Ede kann es bezeugen, denn er war auch da. Und zwei Freunde noch. Und zwar waren wir tauchen in der Türkei. Wir haben so einen typischen Touri-Tauchkurs gemacht. Und wir hatten eine echt hübsche Tauchlehrerin, die auch mit zwei anderen Kollegen uns diesen Kurs eben mit uns absolviert hat. Und sie meinte irgendwann, wollt ihr die Leuchttürme sehen? Oder habt ihr die Leuchttürme gesehen? Und wir, hä? Leuchttürme? Nö, keine Ahnung. Und dann meint sie, ja, ja, da unten so, lass mal runtertauchen, dann zeigen wir dir die. Und dann sind wir da unten und ungefähr, ich bin jetzt hier so, ich stehe da so und sie ist da vorne und dann macht sie einfach ihr Top hoch, also oder ihren Bikini hoch und zeigt es halt einfach knallhart ihre Möpse. Also wir hatten die Frau, kannten sie eine Stunde oder so und es war wirklich sehr strange, weil gerade in der Türkei hätte ich das jetzt auch so nicht erwartet, weil das ist mir sonst noch nie passiert und ich war in Thailand, mehrfach. Also, es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe sie beim ersten Mal auch nicht gesehen. Aber ich habe sie wirklich nicht gesehen, weil ich zu perplex war. Und beim zweiten Mal, sie hat sie dann wirklich nochmal gezeigt. Das ist das Ende der Geschichte. Sie hat einfach sie zweimal uns ihre Leuchttürme gezeigt.
So viel zu meinen Unterwassererfahrungen. Habt ihr bessere? Ich bezweifle es. Ist das jetzt schon... Ich bin ja gar nicht bei der Bismarck. Ich bin ja bei irgendeinem anderen Wrack. Sofort heiraten. Ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Frau ist, die man dann sofort heiraten will. Die scheint ja eine ganz spezielle Ansicht vom Service zu haben. Oh, das ist schon schön. Aber auch ganz schön beängstigend, finde ich. Also ich hätte Angst, wenn ich hier jetzt rein schwimmen müsste. Aber so richtig viel kann man ja auch nicht machen. Es gibt wirklich leider bisher nur diese Fotospielchen. Die, ja, ich weiß nicht, irgendwie fotografieren hat mich noch nie so wirklich begeistert in Spielen. Ich fand das auch bei Beyond Good and Evil, wo es einen wichtigen Teil darstellt, irgendwie immer ein bisschen anstrengend. Na nun, was ist jetzt? Da kann ich nicht durch, ja? Na gut. Da sind sie wohl noch nicht fertig mit dem Bauen. Oh, das ist sehr gut. Ja, gute Idee. Ich hätte sagen müssen, willst du meinen Anker sehen? Das wäre die gute, passende Antwort gewesen. Ja, korrekt. Aber ich war viel zu perplex. Und in den richtigen Momenten hat man die guten Sprüche ja nie parat. Ja, komm, da düse ich jetzt rein. Vielleicht ist ja auch ein Bootskenner unter euch, der mir sagen kann, ach, da kann ich nicht rein, das ist doch scheiße, komm. Da kann ich doch sicher rein. Echt nicht? Und wenn ich ohne die Maschine auch nicht? Oh, ärgerlich, da würde ich so gerne reingucken und ich würde gerne, dass ihr mir sagt, gut, das sieht aus wie die Brücke wegen diesem, ja, Geschwindigkeitshebel, dass ihr mir sagt, was das hier alles ist. Hier kann ich aber rein. Ey, ach, das ist doof. Also, dass man irgendwie in diese Räume, in die man eigentlich wirklich gerne rein möchte, dass man da nicht durchkommt, ist, tauchtechnisch natürlich ein Manko. Okay, ich hab's verstanden. Ich kann hier scheinbar nirgendwo hin. Doch, hier vielleicht. Naja. Jetzt haben wir den Raum aus drei verschiedenen Perspektiven gesehen. Aber ich würde so gern dieses Rad drehen. Naja, dann wieder raus. Der Hebel, ja. Ihr wollt den Hebel. Ich kann ihn euch nicht geben. Dieses Spiel bleibt hebellos. Ich habe auch gerade, wo ich das sehe, eben als ich die Videos rausgesucht habe, habe ich auch ein, zwei andere Videos gesehen. Unter anderem so eine Doku über zwei Kriegsschiffe, ich glaube 1930 rum oder so irgendwie. Ja, zu Zeiten des Krieges natürlich. Und vor allem des Bootkrieges, der ja irgendwann eskaliert ist. Dann haben sich zwei von diesen Schiffen beschossen. Und als das Gefecht vorüber war und eines der Schiffe gesunken, tauchte plötzlich so ein riesiges Alligator-ähnliches, angeblich bis zu 18 Meter langes Ding auf. Was wohl irgendwie durch diese ganzen Explosionen und so geweckt wurde und echt abgefuckt war, dass da irgendwie um ihn herum Krieg herrscht. Und alle haben das wohl gesehen und die militärischen Berichte auch geschrieben und trotzdem ist diese Art Unterseekreatur bis heute nicht gefunden worden. Ne? Also super interessant eigentlich, wenn man sich da mal reinliest, weil es ist ja anders als bei Aliens oder so, ist es jetzt nicht wirklich überraschend, dass unten Tiere existieren, die wir halt noch nicht gesehen haben, weil man ja weiß, wie wenig wir über diese abgefahrene Welt unter Wasser wissen. Vor allem, weil wir auch technisch nicht so tief können, wie zum Beispiel ins All. Da haben wir ganz durch den Druck und so nicht die Probleme, wie wenn wir ganz tief unter Wasser wollen. Da braucht man plötzlich richtig ja, fette Legierungen und der Druck wird ja immens unten. Insofern ist es schwieriger, zum Meeresgrund zu kommen, als ins All. Ja, was sagt ihr gerade? Ihr seid immer noch beim Hebel. Ihr müsst aufhören. Ihr seid hebelsüchtig. Ihr habt eindeutig eine Hebelphobie. Ihr seht sogar Hebel, wo keine mehr sind. Ja, jetzt bin ich hier einmal lang geschwommen. War jetzt mittelspannend, aber ist ja ganz nett für Leute, die sich gerne alte, versunkene Schiffe angucken oder sich an fahrende Schiffe noch nicht rantrauen und sich erstmal mit Wracks so ein bisschen ranbringen wollen an das Thema. Ich nehme einen anderen Level mal. Ich glaube, wir haben hier noch Zeit. Das hier, genau, die Lockheed. Das ist nämlich das ist ein versunkener Bomber oder so. Und es ist immer schade, ich sag's
sag's oft, aber es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir hier nicht genug Leute hätten, die jetzt mitzocken könnten, weil eigentlich ist es ein Spiel, was man mehr oder weniger mit mehreren spielt. Also es gibt einen Multiplayer-Modus, in dem man dann 3, 4 Leute hat, die zusammen tauchen, und das hat mich damals eigentlich am meisten am Spiel interessiert. Hier könnte ich jetzt, ja, es gibt Community-Missionen, das kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich hier mich nicht da nicht so auskenne. Okay, ich kann mal gucken. Ich gehe mal auf Highest Ranking, okay. Jack's Dinghy, Alien Duck, Seriously, Finding the Albatross. Das sind also die verschiedenen Missionen. Okay. Follow the Alien Ducks to their Mothership. Na gut. Wie gesagt, bin ich jetzt völlig irritiert, weil ich das alles noch nicht kenne. Diese Ente einfach nur absammeln. Okay, einfach nur hinfliegen. Da ist die Alien-Ente. Hä? Das ist ja wirklich eine Alien-Ente. War die vorher schon da oder wurde die reingebaut? Das ist ja crazy. Die liegt doch nicht einfach so da. Naja, vielleicht wisst ihr es. Vielleicht habt ihr aufgepasst. Ich habe die eben noch nicht gesehen. Das kann doch kein Sinn. Die wurde echt reingebaut. Oh, ich merke, die ersten Leute haben gemerkt, sind frisch reingekommen, haben gemerkt, dass wir ein Aquarium haben. Keine Sorge, wir kümmern uns um die Fische. Alles gut. Alles erste Sahne. Wir haben hier wirkliche, echte Unterwasserprofis am Start. Und Fische leben ohnehin auch nur ein paar Wochen. Hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen. Vielleicht schaffen wir nicht mal ein paar Wochen. Nein, die werden uns überleben. Die übernehmen irgendwann den Laden und moderieren. Alles. Alles weg. Wegmoderieren. Ich soll wirklich 10-mal diese dämlichen Enten fotografieren. Na gut. Kann man ja mal machen. Kann ich denn hier zwischendurch wechseln? Ja, sehr gut. Ich glaube, ich könnte nach der Werbung auch noch mal ein anderes Spiel machen. Ich will euch ja auch nicht künstlich hier beschäftigen, und ich habe noch so viel, kann man alles mal machen. Ich habe noch so eine Art Wimmelbild-Spiel. Ich glaube, es heißt The Abyss. Und das fand ich auch sehr interessant, weil es unter Wasser spielt. Das hat natürlich einen ganz anderen Verlauf als diese Sachen hier. Ich weiß nicht, ob ihr so Wimmelbild-Spiele kennt. Aber ist trotzdem interessant, fand ich. Ich weiß nur, dass ich sehr schlecht bin in jeglicher Art von Wimmelbildern. Deswegen hebe ich mir das auf, bis es wirklich eng wird. Ja, hier sieht schon ein bisschen besser aus. Hier schon ein bisschen optisch schöner, aber doch, ach, mag ja authentisch sein, aber irgendwie ist das halt nicht so hübsch. Ich meine, es ist ein Spiel, dann würde ich auch eine etwas schönere Meeresumgebung vorziehen. Ich sehe schon, die Leute sind pro Wimmelbild. Nein, ach, nicht Pimmelbild. Wimmelbild, Leute. Wird schon. Fast genauso schön. Wir werden gleich reinspielen. Und ich weiß ja nicht, Dreck, so wie ich es gerade gelesen habe, ist es ja auch nicht. Hier haben wir doch echt schöne Welten irgendwie, die nur wahrscheinlich 3 Jahre zu spät kommen, optisch. Aber trotzdem gibt es nicht so viele Unterwasserspiele. Subnautica hat natürlich einen ganz anderen, was ich jetzt tatsächlich unter Wasser vorziehen würde, als Unterwasserspiel. Aber da geht es halt um was anderes. Da geht es hauptsächlich um Crafting. Und hier ist wirklich das Erforschen einfach noch im Vordergrund. Und vielleicht auch für Leute, die eben jetzt nicht auf tausend Sachen achten wollen, wie auch bei Subnautica. Ich muss was essen, ich muss was trinken, ich brauche die richtigen Einzelteile für meine Fabrikate, die ich da irgendwie die ganze Zeit auch brauche und machen muss. So, ist hier noch irgendwas? Nö. Da ist noch eine Ente. Da ist die Ente. Möp. Wo ist die nächste da? Kriegen wir auch hin. Ich mach das noch. 6 von 10. Endlich. Da sagt ihr immer, ich spiele nie was zu Ende. Da könnt ihr live dabei sein, wie ich mal so richtig World of Diving durchspiele. Speedrun, Leute. Übrigens, Speedrun haben wir heute, Speedrun-Dale haben wir heute fürs Wochenende aufgenommen, Sia und ich. Ist eine Stunde her. Ich glaube, es ist eine sehr schöne Folge geworden. Wir battlen uns in Super Pro Protector auf dem Super Nintendo gegen ja, 2 Zuschauerbohnen, die uns eine Zeit eingesendet haben, die ganz gut war. Und wir battlen uns mit denen.
könnt ihr auf jeden Fall einschalten, wenn es denn läuft. Und die Folge Totenschiff von Jan Tenner haben wir auch gehört. Das wird toll. Also da könnt ihr euch echt drauf freuen. Das wird eine richtig gute Folge, Jan Tenner. Ja, man versucht sie irgendwie auf nett zu machen. Es gibt hier keine Haie, hier sind alles Delfine. Davon sehr viele. Keiner will einem was. Sehr angenehm. Okay. Gleich habe ich die Aufgabe der Enten. Oh nein! Es sind zu viele! Die kann ich niemals alle fotografieren! Wie dumm. Ich hätte die gar nicht fotografieren müssen. Ich hätte einfach hier einmal reinhalten müssen. Das war der Trick wahrscheinlich. Das da lacht jetzt irgendwo ein Spiel... Minispielersteller. Wie? Nein, ich will nicht. Mich doch nochmal? Na gut, hier geht's ja einfach. Na, jetzt habe ich doch genug. Immer noch nicht? Reicht das nicht? Ich verstehe. Ach so, es geht. Entschuldigung, ich bin aber auch ein Depp. Es geht darum, so viele wie möglich auf ein Bild zu kriegen. Ich dachte mehr so in so einem Zeitrahmen, aber ich muss die alle. Ah, Moment. Kurz mal hoch noch. Dieses ganze Tauchen ist in World of Diving immerhin wesentlich realistischer. Als, jetzt zum Beispiel in Subnautica. Gut. How do you rate this mission? Ich gebe dem Ganzen mal 3 Entchen. Ja, auch die Mission haben wir mit Bravour bestanden. Es war nicht wirklich schwer. Ich mache das Spiel jetzt zu Ende. Es ist wunderbar, es bricht auch schon ab. Es hat verstanden, dass ich nicht mehr Zeit mit ihm verbringen möchte. Und jetzt spielen wir das wundervolle Wimmelbildspiel. Auch das spielt natürlich unter Wasser. Hat aber einen ganz anderen Ansatz. Und ich habe schon ein bisschen geübt. Guckt es euch einfach an. Hat einen schönen Anfang. Und es ist jugendfrei. Mit großem J. Da haben wir schon Dr. Krake. Den werden wir sicher noch sehen. Und die Entwickler, seht ihr hier vielleicht, die machen ganz viele von diesen Wimmelbildspielchen. Und ich würde jetzt gerne, starte ich jetzt wieder an meiner Stelle. Nee, da wollte ich aber gar nicht hin. Ich wollte nämlich vorher euch den Anfang zeigen. Da muss ich einfach neu erstellen. Simon 2. Sehr kreativ, Simon. Naja, gut, da kann ich auch. Nee, ich lass doch einfach. Es ist ein Wimmelbild-Ding. Ich hab das noch nie gespielt. Also das Genre. Vielleicht ist es besser, wenn ich's auf einfach spiele. Weather like this is life-threatening to divers, the Coast Guard warned me. They were right, of course. But I couldn't leave Robert beneath the ocean's battering waves. They'd already spent several days looking for him without so much as a trace. They say his survival is highly unlikely. But I can't believe that. I won't believe that. I know he's alive. And he needs me. Wherever he is. Na, habt ihr schon Angst? Sicher. Ich hab es. Das Gute ist, wirklich das Allerbeste hier unten ist dieses Tippfenster. Denn das zeigt einem immer genau... Jede Volldepp, da ist was. Okay, ich klicke da. Oh, das ist ja wichtig. Das muss ich nehmen.
Und das hier muss ich auch nehmen, oder? Ah, oh, da hat er wieder Selfies gemacht. Ja, wir sind die Frau. Er hat, sogar der Hai macht Selfies. Wo sind wir hingekommen? Jetzt macht sogar das Gerüst Selfies. Ich verstehe es nicht. Ja, wir sehen, was passiert ist. Irgendwas. Man kann es nicht genau sehen. Unter Umständen ist es ein Geist mit einem Umhang und roten Augen. Aber es ist viel zu schnell vorbeigezischt, als dass man es sehen könnte. Ja, hat Robert gemacht als Bild. Wir sind Roberta und sind auf der Suche nach Robert. Und dazu müssen wir komische Sachen machen. Einfach Sachen erstmal anklicken. Hier fehlt ein Ventil, das ist interessant. Da sehen wir hier aber direkt ein Ventil. Das klicken wir jetzt hier dran. Mal schauen, kann man dem Wasser Luft hinzufügen und dann können wir im Wasser atmen. Nee? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Na gut. Huch! Okay, so funktioniert. Man kann also einfach Sachen einfach anklicken. Klack, 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 klack. Oh. Kann ich hiermit was machen? Kann ich den mitnehmen? Ja, das wollte ich machen. Das war genau der Plan, damit ich das hier natürlich... Und da ist Nemo. Hallo. Den hier kann ich dich... Nee, auch nicht. Ich mag die Atmosphäre, also dieses... Wenn ich mal ruhig bin, hört ihr es auch, diese Ruhe. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt jugendfrei ist. Könnte das Roberts Leuchtstab sein? Ich hoffe. Also es ist im Zweifel noch. Es ist im grauen Bereich. Ich klicke und klicke. Da ist sogar noch ein Messerchen. Ein echtes Rambo-Messer. Ja, klar, eine Perle. Da freut sich die Frau. Jetzt kann sie eigentlich wieder hoch. Jetzt hat sie eigentlich alles, was sie unten gesucht hat. Oh Gott, das gibt wieder Ärger. Das gibt wieder Ärger mit den Frauen. Nicht da? Ja, jetzt habe ich die Qualle weggeklickt. Ah, okay, ich sehe natürlich, ja, hier unten steht ja auch noch alles, was ich anklicken muss. Die Schnecke, die Flunder. Wo ist denn die Flunder? Flunder, Popunda, die liegt hier irgendwo rum. Aha, den Handschuh. Eine Flunder, ein Seeigel und die Blase. Die Blase muss doch hier unten irgendwo sein. Ach, nicht von ihm. Diese Blasen. Ach komm, das ist der, ich muss diese Blasen anklicken. Naja. Ich habe gedacht, das hat irgendeinen logischen Zusammenhang, aber es ist ja wirklich einfach nur Sachen anklicken. Das ist der Seestern. Und der Blitz. Die Flunder und der Blitz. Klingt wie eine Sitcom. Wo seid ihr? Wo ist denn hier ein Blitz? Vielleicht wisst ihr es. Nimm den Blitz, danke. Vielleicht habt ihr eine ungefähre Richtung. Eine Flunder ist so ein flaches, weil ihr gerade fragt, eine Flunder ist so ein ganz flaches Fisch. Eigentlich ist es kein Fisch mehr, es ist eigentlich ein Stein, dem auch beide Augen schon hochgewandert sind, weil er die ganze Zeit flundert auf dem Boden. Aber der ist eigentlich mit irgendwie Sand zu, meistens. Deswegen sieht man den vielleicht hier auch nicht. Aber ich kann ja gleich, ich will zurück, ich kann ja einen Tipp mal suchen. Das ist der Blitz? Mann. Okay, jetzt warten wir alle zusammen, bis das Tippfenster wieder voll ist, damit wir die blöden Flunder finden. Ja, klick auf den Sand, das habe ich auch versucht. Ist wahrscheinlich hier irgendein kleines verstecktes... Da ist die Flunder! Geil. Ich hätte auch gar nicht alle Wimmelbilder finden müssen. Ich hätte auch einfach nur ein paar relevante machen können und dann geht's ja hier in diesem komischen U-Boot weiter. Hier liegt noch was, den nimmt er gar nicht mit, oder was? Okay, na gut, ich dachte, sie nimmt den vielleicht mit. Eine Krabbe. Weg, aus meinem Sichtfeld. Ich muss mich konzentrieren. Gut, ich will hier hin. Da kann ich was einsetzen. Deswegen gehe ich zu meinem Inventar. Okay, jetzt brauche ich nur noch so eine Kurbel. Na gut, das hätte ich auch noch hinkriegt. What? What was that? Is there someone alive inside? Too easy. Oh, da ist irgendwas.
Da können wir uns gleich mit beschäftigen. Das dauert sicher länger. Da bin ich mir jetzt schon ganz sicher, da brauchen wir richtig lang für, um da hinterzukommen. Machen wir doch einfach kurz ein bisschen Werbung. Ich bin mir sicher, wir sind langsam in der werberelevanten Zeit angekommen. Und dann hole ich mir noch ein bisschen Ärger ab, dass ich schon wieder versucht habe, ab 18 Spiel um 8 Uhr reinzuquetschen. Und dann geht's weiter mit diesem...